Und da sind wir wieder bei Let's Play Ryzen. Herzlich willkommen zurück und ich glaube, wir haben den falschen Weg genommen, denn hier oben sind 1, 2, 3 Wölfe, mit denen möchte ich mich jetzt doch lieber nicht anlegen. Gehen wir lieber wieder runter. Keiler, noch ein Keiler. Sind alle zu stark für uns. Ich möchte mit denen nichts zu tun haben. Und wir sind jetzt beim Novizenhof, wohin uns Nail gebracht hat, der Bandit aus den Sümpfen. Und wir gucken mal, ob die hier uns hier weiterhelfen können. Und da ist auch schon einer namens Benny. Bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Wer hat hier das Sagen? Bruder Tristan. Du findest ihn meistens vor dem Bauernhaus. Er hat die Verantwortung für unseren Bauernhof hier übernommen. Ah ja. Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellurs Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tellur hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Okay, helf mal dem Benny mal seine Ernte einzufahren. Und wenn das hier die Aufnahmeprüfung für den Beitritt als Magier ist, dann wird das ja ein leichtes für uns werden. Denn so viel steht fest, ich möchte zu den Magiern. So, 6 von 10. Da ist noch was. Da muss man echt gucken. Acht. Das ist ein Huhn. Kann ich nicht nehmen. Einmal Korn brauche ich noch. Da. Feldarbeiter. Yay. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Na gut, der Benny scheint eine ordentlich ehrliche Haut zu sein. Sprechen wir doch mal mit dem Chefe. Mit Bruder Tristan. Willkommen, Fremder. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme auch nicht von hier. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich hoffe, du weißt, dass es verboten ist, auf der Insel frei herumzulaufen, ja? Naja, soll mir recht sein. Solange dich die Ordenskrieger hier nicht sehen. Wer bist du? Mein Name ist Tristan. Ich bin Novize der Magie. Ich habe hier die Aufsicht. Diese ehrenvolle Aufgabe ist mir direkt vom Bund der Magier verliehen worden. Mhm. Was ist das für ein Ort hier? Du bist hier auf einem Bauernhof, der der Inquisition untersteht. Wir bestellen das Land und sorgen uns um die Tiere hier. Unsere Arbeit sichert den Wohlstand und die Versorgung der Armee des Inquisitors Mendoza. Was haben die Magier mit der Inquisition zu schaffen? Der Bund der Magier hat hierzulande schon sehr lange seinen Sitz in der Festung am Fuß des großen Vulkans.
Es war ein Ort des Studiums und des Glaubens, bevor die dunkle Welle das ganze Land erschütterte und die emporgestiegenen Tempelruinen das Land bedrohten. Es ist ein Segen, dass sich der Inquisitor der Probleme und Bedürfnisse der Menschen auf dieser Insel angenommen hat. Die Magier unterstützen ihn mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, damit das Böse so schnell wie möglich wieder gebannt werden kann. Aus diesem Grund ist die Vulkanfestung heute sowohl Ausbildungslager für Rekruten der Inquisition als auch hohe Residenz der Magier. Verstehe. Ah ja, da scheinen diese Titanen, wie schon im Intro erwähnt, halt den Menschen Kopfschmerzen zu bereiten. Was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Nun ja, du wirst dich einer Gemeinschaft anschließen müssen. Allein wirst du in der Wildnis nicht lange überleben. Vielleicht wärst du am besten beraten, dich von den Ordenskriegern zum Rekruten ausbilden zu lassen. Die Ausbildung am Kampfstab und die Lehre der Grundbegriffe der Magie würden dir sicher gut liegen. Vielleicht aber willst du dich dem Gesetz nicht beugen, dann wärst du bei den kämpferischen Banditen besser aufgehoben. Es kann aber auch sein, dass du genauso wie wir Novizen in die Geheimnisse der hohen Magie eingeweiht werden willst. Diese Wahl musst du für dich allein treffen. In jedem Falle aber wirst du in der Hafenstadt für jede dieser Gemeinschaften einen geeigneten Vertreter finden, der dir weiterhelfen kann. Also wenn ich du wäre, würde ich dorthin gehen. Naja, und es glaube ich steht schon fest, wohin wir gehen. Nämlich zum den Magiern. Fragen wir mal, wie wir da hineinkommen. Wie kommt man in die Hafenstadt hinein? Das Gesetz des Inquisitors besagt, dass sich niemand außerhalb der Stadt aufhalten darf. Zurzeit wird das Haupttor der Stadt von den Ordenskriegern bewacht. Du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren, Fremde. Ach komm, ihr Novizen wisst doch sicher, wie man da reinkommt. Nun ja, es gibt einen Weg, aber der ist nicht leicht zu finden. Die Hafenstadt hat noch einen Hintereingang oben im Norden. Soviel ich weiß, wird dieser nur von der alten Stadtgarde bewacht. Vielleicht hast du Glück und sie lassen dich dort hinein. Also ein guter Tipp. Fahr mal, ob er Arbeit für uns hat. Ich suche Arbeit. Auf unserem Hof gibt es mehr als genug zu tun. Geh zu meinen Brüdern und lass dir eine Aufgabe geben. Wir haben nicht viel, dennoch werden wir dich gerecht entlohnen für deine Arbeit. Na gut, einen Handel haben wir schon. Eins haben wir ja schon erledigt, eine Aufgabe. Mal gucken, was das anzubieten hat. Hier auf dem Hof auch? Handel? Mit wem denn? Außer den Banditen gibt es hier draußen niemanden. Was ist mit mir? Handelt ihr mit mir? Besonders viel habe ich dir nicht anzubieten, aber vielleicht ist ja was Nützliches für dich dabei. Schauen wir mal. Lass uns handeln. Okay, eine Sichel, Heilkräuter. Ja, viel ist es wirklich nicht, aber die würde ich schon mal verkaufen. Die brauche ich auch nicht. Goldwert. Perle würde ich behalten. Die Zähne verkaufe ich mal. Das brauche ich auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Wein. Auch nicht unbedingt. Nee, den Rum verkaufe ich nicht. Ja, deine Waren sind teurer als meine. Ich gebe dir noch 56 Gold. Ja, bitteschön. Zur Hafenstadt finden wir, glaube ich, alleine. Oh, Wurst. Und Rum. Was liegt hier? Ein Ei. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich darf doch hier wohl rein. Was willst du hier? Hier steht etwas über Magie. Ah, mal Weisheit erlangt. Ja, das ist praktisch. Noch ein Ei. Und es rumort wieder. Das wird auch vom Vulkan hier oben kommen. Machen wir mal den Hansen, was der für uns hat. Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl.
Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Ah, genau. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst, aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer, trotzdem viel Glück. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Ja, der Arcadius. Da schreibt er mich mitten in der Aufnahme an. Aber dem kann ich das einfach nicht übel nehmen. Okay. Woher kommen die Wölfe? Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Okay. Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu gehen. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Ihr werdet also von den Ordenskriegern ausgebeutet. Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Ah ja, dann sind die Novizen und die Magier also neutral zu den Banditen. Mal gucken, was wir hier kriegen. Oh, Perlenkette, trinken, Käse. Noch was hier? Nee. Ja, und anscheinend werden die ja immer wieder ausgebeutet. Können sich kaum über Wasser halten. Das Ei habe ich noch schimmern sehen. Ist da noch eins? Ja. Noch eins? Was ist denn hier los? Ah, und da sind die Wölfe. Ich speichere lieber mal. So. Ja, Schaden machen die aber doch ganz schön. Oh. Krautstängel, gerolltes Baukraut, Braukraut, wirkt entspannend. Ja, das klingt doch schön. Oh, was haben wir hier? Kleiner Diamant. Ui. Der bringt sicher auch gut Geld. Na los, komm. Uiuiuiui. Verdammt stark. Na los, kommt her. So ist es richtig. Die Viecher werden es nie lernen. Machen wir mal 3 von 5. Aber das ist Tellur. Und wer ist das hier? Ach, Tello haben wir noch nicht gefragt. Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Euer Korn hier wird bald abgeholt. Wer hat dir das erzählt? Benny wahrscheinlich, was? Dieser faule Kerl sollte mal lieber ordentlich arbeiten, anstatt mit fremden Leuten zu quatschen. Mein Feld hier ist fast doppelt so groß wie seins. Trotzdem brauche ich nur halb so lange, um das Feld zu bestellen. Ich möchte mal wissen, was der den ganzen Tag treibt.
Naja, der klingt ziemlich arrogant. Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. So, haben wir irgendwo was, wo wir unser Fleisch braten können? Erst hörte man ein Grollen. Dann lebten die Herren. Deine Ruine ist scheißgefährlich. Da musst du vorsichtig sein. Die sind unberechenbar. Die schwarzen Wölfe sind am gefährlichsten. Ah ja, tolle Gespräche. Traut sich keiner mehr bei dem Wetter da draußen. So ein toller Zusammenhang. Haben wir doch sicher noch Heilkraut hier. Genau. Dann müssen wir halt das benutzen. Heilwurzel. Na los. Ja. Nochmal ein Heilkraut. Ah, und das sind die anderen zwei Wölfe. Und da hinten scheint es weiterzugehen. Aber. Entschuldigung. Wow. Los. Ja, siehst du das auch mal? Aha. Wölfe sind langsamer als der Mensch, hätte ich das vorher gewusst. Hey, du! Ich muss dich warnen. Ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu, wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? Okay. In Ordnung. Alles klar. Los geht's. Und pass auf, dass er dich nicht sieht. Da holen wir uns den Loot. Erstmal nochmal schnell. Auf den möchte ich nicht verzichten. Ich glaube, die Scheune können wir uns immer schleichen. Das ist ja wohl eine machbar. Stock. Oh, ein Eisenbrocken. Und Gold. Was ist hier? Ah. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Ja. Schade. Gold wäre immer gut. Schöne Kristalle. Also von Atmosphäre verstehen die Leute was. Mein Piranha Bytes ist ja schon ganz weit vorne, finde ich. So, ja. Schauen wir mal, dass wir uns auf in die Scheune schleichen. So. Schlafen wir erstmal bis zum nächsten Morgen. Ziemlich dunkel. Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl.
Und nochmals vielen Dank. Gut, dann haben wir unsere Aufgabe hier, glaube ich, auf dem Bauernhof erfüllt. Fahren wir nochmal den Tellur. Lass uns handeln. Ob er uns noch was verkaufen kann oder ob wir ihn noch was verkaufen können. Diese Kette hier brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Die Pfeile auch nicht. Starker magischer... Ach, das ist sogar ein Spruch. Das ist ja toll. 40 Mana brauchen wir. Verkaufen wir. Normaler Besen. Goldbrocken. Da kann man Ringe herstellen. Ah, ja. Interessant. Gut. Dann hätten wir das erledigt und ich glaube, die Zeit ist auch schon wieder rum. Ja, ich habe schon ziemlich überzogen. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Ryzen. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge.